Hallo ihr Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei mir. Ich freue mich sehr, dass du deinen Weg jetzt zu mir gefunden hast. Raum und Zeit ist relativ, wir sind verbunden. Und ich melde mich vorab. Und zwar, wie gesagt, bedanke mich nochmal ganz herzlich für all eure Kommentare, Likes, Abos, Glöckchen, guten Gedanken, gute Energie, alles, was ihr hier ins Feld speist. Meinen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich lese natürlich auch jeden Kommentar und habe jetzt auch vom letzten Video so die Kommentare gelesen, bin noch nicht dazu gekommen, sie zu beantworten, aber das mache ich natürlich noch. Und da war auch ein Kommentar dabei. Da ging es darum, dass ich ja auch oft natürlich Anstöße gebe, irgendwas bei sich selbst zu öffnen, vielleicht neue Impulse, vielleicht anders zu handeln oder da nochmal für sich zu gucken, weil es geht ja immer nur um dich. Es geht immer nur um dich. Es geht nie um einen anderen. Es geht immer nur um dich. Und diese Person, die fühlte sich vermutlich sehr, sehr stark getriggert davon, was ja auch völlig in Ordnung ist, und sagte irgendwie, wenn ich also wenn ich jetzt quasi für die Gegenüber arbeite, dann ist sie jetzt hier raus und so weiter. Und das ist vollkommen okay. Also das macht überhaupt nichts mit mir. Ich will damit nur sagen, ich arbeite hier für niemanden. Ja? Für den einzigen, den ich hier arbeite, ist für meine Seele, für meinen inneren Ruf, fürs Universum. Man kann es sagen, wie du willst, für die geistige Welt. Und arbeiten ist auch übertrieben, weil Arbeit würde voraussetzen, dass ich dafür auch Geld verdiene. Und das tue ich nicht. Ich mache das hier einfach so, ja, um meinem inneren Ruf zu folgen, was auch immer. Ich muss es auch nicht weiter ausführen, ich tue es einfach. Und ich denke, ihr könnt auch fühlen, dass es von Herzen kommt, dass da jetzt ja, dass da sonst eigentlich nichts dahinter steht. Ich tue es einfach, ja. Was sich daraus ergibt, wird man dann sehen, ja. Aber das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Und es ist natürlich auch vollkommen okay, wenn diese Personen dann den Kanal verlassen, weil sie sich zu stark getriggert fühlen. Das ist natürlich kein Problem. Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen. Das war mir ganz wichtig. So, und jetzt zur heutigen Energie. Ich habe mich noch mal mit dem Feld verbunden. Wir sind eh verbunden, aber noch mal aktiv. Und bekam den Impuls, erstmal eine Karte aus dem Stille Halt, Heilungsorakel von Angela Hartfield zu ziehen, was ich sehr, sehr liebe. Und da fiel die bedingungslose Liebe. Ja, ach, wie schön. Man sieht hier zwei Elfen. Die eine hält sich die Hand aufs Herz, die andere öffnet ihre Arme ganz breit und es ist so, als würde sie hier Liebe schenken und sie würde hier diese Liebe empfangen. Und ich hatte den Impuls, mir auch das Büchlein zu Gemüte zu führen und lese euch mal kurz zwei Sätze daraus vor. Also, es mag schwierig sein, jemanden fortwährend zu lieben, komme, was da wolle. Du bist ganz und gar Liebe, dein Sein ist Liebe. Egal wie verärgert du bist, wieso du dich quälen oder andere Menschen unbewusst verletzen magst, es wird immer Liebe in dir sein. Jeden Augenblick deines Lebens sucht dein Herz nach Liebe. Bedingungslos zu lieben bedeutet, Liebe zu schenken, ohne etwas zu erwarten. In deinen Beziehungen Liebe zu sein und zu geben, kann die schwierigste Lektion deines Lebens bilden. Ja? Und das fand ich total, total stellvertretend für unser Feld. Also wir alle oder die allermeisten hier, die in meinem Feld rumschwirren, sind in irgendeinem Seelenliebeprozess oder in anderen sehr großen Prozessen. Und es geht ja immer darum, die Essenz zu verkörpern. Deine Essenz ist die Liebe. Du kommst aus der Liebe, du gehst in Liebe, du bist die verkörperte Liebe. Und das andere, alles andere abzuschälen. Ja, darum geht es in all diesen Prozessen. Erwachungsprozess, sag's, wie du willst, durch was auch immer es ausgelöst wurde, durch schwere Krankheit, Nahtoderfahrung, Erleuchtungserfahrungen. Ich weiß es nicht. Oder eben Seelenliebe. Es spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Es geht immer um die Liebe selbst. Und zwar die Liebe, die in dir fließt, die du bist. Es existiert alles in dir. Das bedeutet, die Liebe, nach die du dich so sehnst
Und das ist ja meistens so in diesen Seelenliebe-Prozessen, dass man diese starke Sehnsucht hat nach der Liebe zu dieser anderen Person und sie aber in der Verkörperung im Außen sucht. Aber diese Gefühle existieren in dir. In dir. All diese Gefühle fließen in dir, sind in dir, sind in dir bereits existent. Ja? Und diese bedingungslose Liebe, die hier durch diese Seelenliebeprozesse, ja, auf die Erde strömt, das ist so meine Wahrheit, dass durch diese ganzen Prozesse immer mehr Menschen kommen in diese Seelenliebeprozesse rein. Ja, natürlich die Schwingung sich erhöht und diese bedingungslose Liebe nun in der, auf der Erde in Partnerschaften erfahren werden darf oder in Freundschaften, was auch immer. Ja, es gibt auch Menschen, die haben ganz, ganz tiefe Verbindungen zu Tieren, zu Pferden, eine ganz krasse energetische Verbindung, die können sich fühlen, die können sich spüren oder mit ihrem Hund oder was auch immer. Jetzt ist gerade die Kerze ausgegangen. Es ist nicht relevant, ja, in welcher Verkörperung es geht. Es geht um die Essenz, um die Frequenz, um diese, um dieses, das, was du im Core, im Kern bist, ja. Und in der Seelenliebe ist es ja so, dass du jemanden triffst, der dieselbe Essenz oder Frequenz sehr ähnlich oder gleich verkörpert hat wie du, ja. Deswegen die extreme Anziehungskraft. Du suchst diese Liebe und du brauchst die Dualität, ja, um zu erfahren, wer du in Wirklichkeit bist. So. Und diese bedingungslose Liebe hier zu leben, ist für uns Menschen natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, ja? Weil wir das nicht gewohnt sind, wir haben es nicht erfahren. Der Verstand kann immer nur auf das zurückgreifen, was er bereits kennt. Und wir sind also quasi darauf, auf unsere Anbindung komplett angewiesen, ja? Und auf das Vertrauen in diese Anbindung. Und es ist auch ein Prozess, dieser Anbindung zu vertrauen und so weiter und so fort. Also es sind so viele Prozesse nötig. Und deswegen gehen ja auch diese Prozesse oder diese Seelenliebe-Geschichten immer wahnsinnig lang oft, weil es eben auch diese unglaublich vielen Mini-Prozesse, also Mini-Prozesse sind auch schon lange Prozesse, eben wie das Vertrauen, Urvertrauen, Auflösung von Traumata, Auflösung von Urwunden, Auflösung von Glaubenssätzen und so weiter und so weiter. Das sind alles Prozesse, die diesen ganzen Prozess, ja, das sind alles Bausteine, Puzzlesteine dieses Prozesses, ja, der ein ewiger Prozess, so erscheint es manchmal, ist, aber auch bleiben wird, weil selbst wenn es zur Reunion kommt oder man trifft dann oder man hat diese hohe Schwingung und ja, man geht dann mit jemand anderem in Resonanz, mit einem anderen Seelenpartner, was auch immer. Selbst dann hört es ja nicht auf. Man geht ja immer und immer weiter. Ja? Und dieses bedingungslose Lieben, ohne etwas zu erwarten, ja, das bedeutet, es existiert kein Mangel mehr. Weil den Mangel fühlen wir dann nur, indem wir sagen, okay, der andere ist nicht da, sie ist nicht da, wir können jetzt keine Beziehung leben, er meldet sich nicht, sie meldet sich nicht, er ghostet mich. Was weiß ich, der andere reagiert nicht so, der andere möchte keine Partnerschaft, ja. All dieses, es kommt nicht ins Weltliche. All das sind Bewertungen, ja. Aber die bedingungslose Liebe ist, was sie ist frei. Frei. Sie passt in kein Konstrukt, sie ist einfach frei. Ich lasse das jetzt mal so stehen, ja. Und fahre jetzt weiter fort. Und der erste Satz: Es mag schwierig sein, jemanden fortwährend zu lieben, komme, was da wolle. Das ist etwas, was unfassbar herausfordernd ist für uns Menschen, ja, weil wir eben natürlich Wünsche haben, Bedürfnisse. Wir wollen das und das mit dem anderen erleben, fühlen, machen, was auch immer, ja. Es ist alles menschlich, alles verständlich. Aber wenn wir sehen, dass diese Liebe einen höheren Zweck hat, ja, und zwar diese bedingungslose Liebe erfahrbar zu machen für uns, ja, dann sind es verschiedene Ebenen. Und das wollte einfach nur gesagt werden. So. Und jetzt gucke ich mal mit dem Enchanted Forest.
Forest of Enchantment Tarot von Lunaire Weatherstone, ein Zungenbrecher. Ja, ganz einfach in die Energien, was ich noch sagen darf. Ich hätte gemeint 3 bis 5 Energien. So. Hui, hier fliegen schon alles. Jo. Okay. Und dann nochmal. Hopp. Jo. Noch 2, bitte. Was darf noch gesagt werden? Okay. Gut. Uiu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 i. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Moment, ich mache hier mal ganz kurz ein anderes Blick. Also. Genau. Also wir haben hier das Ast der Schwerter. Dann haben wir den Bube der Kelche, die Königin der Schwerter, die 8 der Schwerter und die 7 der Münzen. Und wir haben hier auch noch die 8 der Kelche. Die 8 der Kelche hier spricht von Erschöpfung. Ja? Man sieht hier diese Damen, die haben die ganze Nacht lang getanzt im Zauberwald und sind erschöpft. Sie sind erschöpft, sie haben alles gegeben. Sie sind ausgelaugt, exhausted, sie sind müde, traurig. Ja, traurig, aber wirklich erschöpft. Und es kommt mir wie eine emotionale Erschöpfung vor. Und es könnte genau dieser Punkt sein, ja. Dieser Punkt, an dem du dich jetzt gerade befindest, ja. Sie hält auch ihr Herz hier, ja. Jetzt ist es grün, ja. Das Herzchakra kommt mir hier ganz gerade, ja. Vielleicht so von, ich habe alles gegeben, ich bin erschöpft, ich bin einfach erschöpft, ich bin so erschöpft, ich bin so müde, ja. Das kommt in dieser ganze Prozess, ja, wenn es jetzt auf den Prozess geht und ich denke, es geht darum, du bist erschöpft, es war, ja, und es kann auch sein, du bist gerade in dunkle Nacht der Seele, ne, der Ego-Tod und obwohl für mich das ja kein Ego-Tod ist, aber es ist jetzt ein anderes Thema, aber es kommt mir eine starke Erschöpfung rein, ja, eine Erschöpfung, wirklich, ja. Gut. Ich lege das mal hier nach oben. So, in der Mitte die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter spricht hier einfach von einer Blockade, ja, von einer geistigen Blockade. Kommt natürlich aus dem Mindset. Wir sind hier bei den Schwertern, wir sind der Luftenergie, wir sind also in den Gedanken, ja, im Gedanken, im Mindset und so weiter. Wir sehen hier kühle Winter, Kälte, ja, Kälte. Und es wiederholt sich hier so ein bisschen von der Energie, ja. Ja. Wie eine, ich fühle hier so ein bisschen eine Versteinerung im Herzen für viele, ein Schutzwall, eine Stagnation, ein Freeze-Zustand, ja, ihr wisst. Wer vielleicht von euch Trauma erfahren hat oder auch ein bisschen über Trauma weiß, der weiß, man kommt in verschiedene Zustände, dann, wenn Trauma passiert, auch wenn man immer in diese Trauma Responses heißt, es kommen Dinge im Außen, die das Trauma triggern und man kommt automatisch in Fight, Flight oder Freeze, also kämpfen, flüchten oder erfrieren. Und mir kommt das hier vor, als wäre hier jemand und es könntest gut du sein. Ja, weil es hier eine weibliche Energie ist und ich spreche immer aus, so wie ne, ein Mann, die auf eine Frau, die auf einen Mann guckt und ihr dreht euch aber die Geschlechter, wie ihr es braucht. Also wenn du jetzt Mann bist, bist es trotzdem du. Und es kommt mir so vor, als wäre hier was eingefroren in dir. Vielleicht hast du Gefühle kalt gelegt, vielleicht hast du dein Herz, naja, eingefroren. Wir können es nicht einfrieren, in den Sinne, vielleicht hast du Gefühle für jemanden eingefroren, du versteckst dich hier, vielleicht bist du isoliert, vielleicht hast du dich der Liebe ein bisschen abgewandt oder sagst du, das ist jetzt nichts mehr für mich. Ich erinnere nochmal an den Satz der bedingungslose Liebe. Es mag schwierig sein, jemanden fortwährend zu lieben, komme, was da wolle. Und das ist die ganze Energie, die hier auf dieser Legung liegt. Ja, jemand ist hier erschöpft und zwar emotional. Das Herz, ja, hat alles gegeben.
hat alles gegeben und ist erschöpft und ist hier so ein bisschen in einem Freeze-Zustand, ja. Hat hier auch die Hecke hochgezogen oder sich hinter den Dornen, also ist auch in einem Schutzmodus, ja. Und es ist ja auch so. Genau dafür sind ja dieses Freeze, Flight, Fight gedacht, um uns zu beschützen, ja. Ist nur blöd, wenn es eigentlich gar nichts gibt, wovor wir uns schützen müssen und es einfach nur dieser, was in den Körperzellen oder was das Trauma oder die schlechten Erfahrungen, Urwunden, schlechte, einfach, ne, ein sehr dramatisches Erlebnis, sage ich jetzt mal, gespeichert in unserem Körper und zieht sofort die Hecken hoch, sozusagen, ja. Oder eben einfach so enttäuscht, ich führe auch eine Enttäuschung so und jetzt mache ich mein Herz zu, ja. Sowas fühle ich hier. Und es zeigt mir eben auch diese Achterkelche. Achterkelche, nicht Achterschwerter. Ja? Sie hat sich hier in den Dornen verfangen und ist verzweifelt. Und mir kommt es hier wirklich so, du hast dich hier vielleicht in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen verheddert. So ein, ja, eine Verzweiflung kommt hier rein, aber auch wirklich eine Traurigkeit. Und man ist hier wirklich in Gedanken gefangen, in, ne, sie hält ja auch die Hände vors Gesicht. Man ist wirklich tief drin gefangen in sich, ja, und könnte sich eigentlich befreien, ja. Und es tut weh. Was ich auch höre, ist hier dieser Zustand, du verletzt dich gerade selbst. Es tut wirklich weh, ja. Auch mal, wir denken oft, ne, und sie hält ja auch die Hand vors Herz. Das ist hier wirklich eine Wiederholung. Man schützt sich jetzt selber, indem man hier, ne, Bei muss man auch sagen, bei Trauma ist es oft eine automatische Reaktion, dass man in den Freeze-Modus gibt. Und da gibt es ganz tolle somatische Übungen, um auch diesen Zustand wieder aufzulösen. Weil wenn man wirklich sehr schweres Trauma erlebt hat, auch gerade in sehr jungen Jahren, dann sind diese Antworten aus dem Körper automatisch. Also es kommt was und du kannst gar nicht bewusst reagieren. Es ist wirklich komplett in deinem Nervensystem. Es ist verflochten in jeden deiner Lebensbereiche, ist dieses Trauma verflochten, all deine Beziehungen im Beruf, in alles, ja, und man reagiert automatisch, aber es sind hier zwei Ebenen, ja, für den einen gilt es so, für den anderen gilt es so, man hat sich hier auf jeden Fall tief im Schmerz ist man und man, eigentlich verletzt man sich mit diesem Zustand hier, dass man zugemacht hat selbst, ja. Und das ist das eigentlich, wo es hingehen soll, diese Leichtigkeit des Seins, ja. Und ich höre auch hier, sieh das Schöne in diesem Zustand, ja. Das ist wie das Mädchen, es regnet und sie macht das Beste. Man kann sagen, oh, es regnet oder eben, ja, es regnet und ne, man kann im Regen tanzen und man kann das Beste draus machen, man kann sich freuen darüber, man kann, ja, das Leben genießen, auch wenn es gerade regnet, ja, das ist das, was ich höre, auch wenn es gerade, ja, in deinem Leben sozusagen regnet, dunkel aussieht, ja, karg, versuch das Schöne zu sehen, versuch das Schöne zu sehen. Und hier gibt es ganz klar, hier gibt es mit dem Asterschwerter, hier gibt es eine Chance auf eine Erkenntnis. Ja, und ich bekomme hier auch irgend so wie sowas rein wie, ja, das hört sich jetzt sehr, sehr hochgestochen an, aber ich lasse es einfach mal so droppen. So, der Himmel hat eine Botschaft für dich. Also hier möchte auch was zu dir finden, ne, mit dem Pfeil. Das ist so. Ja, und dieser Krähe, die Krähe steht ja auch für diese mystische Welt, für die Zwischenwelt, sag ich jetzt mal. Und es kommt mir schon so vor, wie vielleicht Geistführer, geistige Welt, dass hier was zu dir finden möchte. Hier möchte irgendeine Botschaft, irgendeine Kommunikation zu dir finden. Und die 7 der Münzen, die 7 der Münzen ist eigentlich ja die Wartekarte. Und es geht hier aber wirklich auch darum, Entscheidungen zu treffen. Ja, durch welche Türe willst du gehen? Ja, durch welche Türe willst du gehen? Es gibt hier so viele Möglichkeiten und du drehst denen gerade so ein bisschen den Rücken zu und es ist so ein bisschen verfangen, die Situation. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, hier die Dornen, hier die ganzen Dornen,
Es ist so alles so sehr, also von der Energie ist alles sehr eng, auch das Herz ist eng und es kommt irgendwie nicht so richtig an dich ran. Es ist wirklich, ja, auch dieser Pfeil, höre ich, der kann dich gar nicht so richtig erreichen in diesem Zustand. Es ist wirklich sehr eng und sehr dicht und sehr, ja. Und hier gibt es aber Möglichkeiten für dich. Mir kommt so vor, als wartet das Leben, dass du diese Möglichkeiten wählst, die Türe wählst, durch die du jetzt gehen möchtest. Und diese Schwere, also diese schwere Energie auf dem Herzen spüre ich sehr, sehr deutlich. Ich gucke jetzt mal ins Socrato. Rüdiger Schache, Socrato, The Hero's Journey. Welche Kraft kann dir denn jetzt helfen? Okay. Beweglichkeit. In der Natur des Menschen liegt der Wunsch nach Sicherheit und Berechenbarkeit. So geht es auch dem Helden, also dir. Doch die Zukunft eines menschlichen Lebens ist weder sicher noch berechenbar. Das akzeptiert der Held. Vereine deinen menschlichen Wunsch nach Stabilität mit der Kraft des Helden. Vertraue dem Weg an sich, denn dieser existiert bereits. Und dann geh los, wann immer es nach Abenteuerleben aussieht. Vertraue deinem Weg. Und es ist eben auch so diese Energie, die ich bekam. Das ist ja das, was ich gesagt habe, ne? Dass sich jemand versucht, sich zu schützen, aber es geht darum, eine Wahl zu treffen, ja, eine Wahl, was du jetzt hier im Leben willst, wo willst du in diesem Zustand bleiben, wo willst du hin, ja, welche Tür möchtest du gehen? Es ist, ja, eine Frage auf jeden Fall, eine Frage deiner Seele, ja. Teilen. Was geteilt wird, vermehrt sich, sofern es sich um gute Erfahrungen, Gefühle und Werte handelt. Der Held geht weiter, was er erkannt hat, gibt weiter, was er erkannt hat, um anderen Motivation, Hoffnung, Beistand und Kraft zu geben. Darum betrachten Menschen Helden als Vorbilder. Teile auch du deine Geschichten und guten Lösungen, damit sie sich in anderen vermehren können. Sei das Licht und der hilfreiche Impuls. Als Lohn wirst du ein Echo aus Licht und guten Impulsen für dich erhalten. Gib Gutes an andere weiter. Ja, es geht einfach darum, also mir kommt hier so rein, dieser ganze Seelenliebe-Prozess. Ja, in dem du vielleicht jetzt steckst und in dem du hier jetzt gerade auch feststeckst, ja. Das kommt mir hier wirklich wie eine Blockade auf der Herzchakra-Ebene, auf der emotionalen Ebene vor. Und das ist völlig okay. Und es geht aber ja in diesem ganzen Prozess darum, alles abzuschälen, was nicht Liebe ist, immer mehr zu dieser Liebe, zu dieser verkörperten Essenz zu werden und einfach nur durch dein Sein diese Essenz in die Welt zu strömen. Nichts Hochtrabendes, nichts Hochtrabendes, einfach durch dein Sein. Und das ist hier mit diesem Teilen gemeint und diese Beweglichkeit. Geh weiter, ja, geh weiter. Du hast hier Möglichkeiten, geh weiter. Hier möchte, ja, irgendwas möchte hier auch mit dir kommuniziert werden. Es gibt hier Botschaft für dich. Geh weiter. Und teile, ja, es geht darum, wirklich diese, das ist, also für mich ist es einer der Hauptaufgaben in diesem Prozess, ja, diese Liebe zu verkörpern und diese Liebe zu strömen, diese Frequenz der bedingungslosen Liebe. Stellt euch vor, das wäre die Hauptaufgabe. Da sind wir wieder bei der bedingungslosen Liebe. Es mag schwierig sein, jemanden fortwährend zu lieben, komme, was da wolle, ja. In deinen Beziehungen Liebe zu sein und zu geben, kann die schwierigste Lektion deines Lebens bilden. Vielleicht ist es genau die Aufgabe, zu lernen, bedingungslos zu lieben und diese Liebe strömen zu lassen. Vielleicht ist das die Aufgabe, und das zu teilen, weiterzugehen. Und ich weiß genau, wie schwer das ist, wenn man an diesen Punkten steht. Ich guck mal, was Erat Aliquando dazu noch sagt. Das sind die Karten von Yonanda Latura. Erat Aliquando, deine Geschichte bist du. Was dürfen wir hier noch wissen? Ui, der Rahmen. Ja, genau. Ach, das
tut sich ja hier alles wieder sehr schön treffen, ne? Es bestätigt sich hier alles nochmal. Ja, in der Realität auch noch. Okay. Also fällt die Realität, das Tischlein deck dich, das Loslassen und der Rahmen. Und das Loslassen habe ich dahin gekritzelt. Das Deck hat 8 freie Karten und die kann man selber beschriften. Und bei mir kam es dann irgendwann in einem Rutsch, kam alles, was an Energie da ich noch reinpacken wollte. Und das habe ich dann beschriftet. Also, es geht ganz klar darum, hier loszulassen, diesen Rahmen loszulassen. Also mir kommt sofort rein, lass das los, lass deinen Rahmen los in das, was du diese Liebe jetzt reingesteckt hast, so wie du es willst. Diese Vorstellungen, all deine Hoffnungen, all deine Erwartungen, all deine Fantasien, die bilden einen Rahmen für diese Verbindung. Ja, aber diese Verbindung ist frei. Diese Verbindung. Und ich spreche hier von der bedingungslosen Liebe. Ja? Und ihr fühlt es jetzt. Ihr fühlt es jetzt, ob ihr euch angesprochen fühlt, ob es das wirklich ist. Und es ist wahnsinnig herausfordernd. Es ist kein leichter Weg. Das ist absolut kein leichter Weg. Das ist die absolute Masterclass, bedingungslos zu lieben. Egal was kommt, ob der andere dich ablehnt, liebt, zurückliebt, da ist, nicht da ist, ob die anderen dich ablehnen, ob deine Familienmitglieder dich ablehnen, ob die blöd zu dir sind, ob die, was auch immer. Ja, natürlich die Grenzen zu wahren und natürlich auch seine Grenzen deutlich zu kommunizieren, ganz klar. Also das heißt nicht, alles über sich ergehen zu lassen, aber zu lieben komme, was wolle. Liebe zu sein. Natürlich auch Selbstliebe zu leben, was auch bedeutet, Grenzen zu ziehen, ja? Also bitte, jetzt bitte nicht falsch verstehen und Mund umdrehen, ja? Aber gerade wenn es um anderen Menschen geht, ja, er ist nicht da, ja, sie ist nicht da. Aber in deiner Realität möchte hier aus dem Nichts Fülle in dein Leben kommen. Tischlein deck dich ist die Energie aus dem Nichts. Hier ist es karg, hier ist ein Mäuseloch. Mäuse steht im Lande vor für den Mangel. Und hier der Tisch deckt sich, hier möchte Fülle in dein Leben kommen. Es geht aber darum, den Rahmen loszulassen. Und es ist das, was ich schon tausendmal gesagt habe. Wenn ihr so an einer Vorstellung festhaltet, die Fäuste so zusammen, ist, energetisch ist es so. Stellt euch das energetisch so vor. Ich will aber, dass es so ist. Und zwar genau so, ich möchte, dass es so ist, kann nichts in euer Leben kommen. Ihr seid der Schöpfer eures Lebens. Es geht darum, freizulassen, diesen Rahmen freizulassen, wie es sein soll. All das, was uns begrenzt, was uns klein hält, was uns Grenzen aufzieht, diese Liebe ist Maximum frei. Frei, frei, frei. Können sie nicht in den Rahmen pressen. Und es gilt jetzt wirklich für vielleicht nur einen ganzen kleinen Teil von euch, die wirklich in so einer Verbindung stecken, wo es um wirklich bedingungslose Liebe gilt, ja, als Seelenpaar hier auf die Erde zu leben. Das ist es Masterclass ab Masterclass. Und dass man dann hier mal in die absolute Verzweiflung kommt und alles dicht macht und denkt, ich kann nicht mehr weiter, ich schaffe es nicht, ist selbstverständlich. Und es gehört auch dazu. Weil man ja alles aufgibt, sozusagen, man gibt alles frei, man lässt alles los, ja. Weil man merkt, dass man mit diesem Rahmen das nicht erzielen kann. Man kann es nicht in sein Leben holen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Egal, wie sehr man es will. Wir können ja nur das in unser Leben ziehen, wenn wir es verkörpern können. Wenn wir also die bedingungslose Liebe verkörpern können. Und ja sagen können, obwohl der andere da ist, nicht da ist, was auch immer dieser Mensch tut, völlig egal. Wenn wir es jetzt nur auf diesen Menschen beziehen wollen, es bezieht sich natürlich auf alles andere auch. Auf unser Leben, auf unseren eigenen Körper, auf unsere Gedanken, auf unser, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, mit unseren Eltern umgehen, mit den Geschwistern, mit was auch immer. Auch Vergebung ist ein Riesenthema. Da grenzt man die Liebe auch ein. Ja? Das heißt aber nicht, dass man alles vergeben muss und kann und soll. Es ist alles ein Prozess.
Es muss sich immer stimmig anfühlen. Aber hier in deiner Realität möchte Fülle geschehen. Es gilt aber loszulassen, wie es sein soll, wie diese Fülle in dein Leben kommen soll. Und es tut weh. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du das schon erkannt hast und es tut einfach scheiße weh, weil du dich davon verabschieden musst und sagen musst, okay, vielleicht ist es nicht so, dass dieser Mensch im Weltlichen in mein Leben findet. Vielleicht ist es nicht die Aufgabe und es tut scheiße weh und darüber kannst du auch traurig sein. Ja, vielleicht hast du viele Monate, Jahre daran gehofft, geglaubt, geliebt. Es war das höchste Ziel, das ins Weltliche zu bringen und auf einmal merkst du, es ist vielleicht nicht das höchste Ziel, sondern das höchste Ziel ist, bedingungslos zu lieben, bedingungslose Liebe zu verkörpern. Und dann mit der bedingungslosen Liebe in irgendeiner Verkörperung in Resonanz zu gehen. Weil ich glaube nicht, dass wir dafür gemacht sind, immer allein zu bleiben. Das kann nicht sein. Also für mich zumindest nicht. Ja. Aber es loszulassen, den Rahmen, wie es sein soll, loszulassen. Die bedingungslose Liebe kann per se keinen Rahmen haben. Ja. Weil dann hätte sie ja eine Bedingung. Versteht ihr? Ich gucke jetzt nochmal auf die weltliche Ebene. Ich weiß, die Liebe ist heute sehr heftig und vielleicht geht sie auch nur mit ganz, ganz wenigen in Resonanz. Und vielleicht geht sie auch mit niemandem in Resonanz. Ich weiß es nicht. Ja. Ich spüre auf jeden Fall, dass es ist, wenn du jetzt hier in Resonanz gehst mit diesem. Mit diesen Tarotkarten, ja, mit diesem Gefühl, dann ist es eine brutale, wahnsinnige Aufgabe, die ein völliges Fließen in diese Hingabe, volles Vertrauen erfordert, in die Liebe, ja, und sich ein völliges Freimachen von allen Erwartungen, Bedingungen, diesen ganzen Rahmen, alles, was wir so gelernt haben über Liebe und bla bla und alles, was wir vielleicht die letzten Monate auf diesen Menschen projiziert haben, für Wünsche, für Träume und ne, worauf man vielleicht hingearbeitet, auf einmal, puff, das kann eine tiefe Verzweiflung stürzen und ich spüre diese tiefe Verzweiflung. Was ist, wenn wir für einen Moment akzeptieren könnten, dass die Aufgabe vielleicht nicht das erste Ziel ist, mit diesen Menschen in die Union zu kommen, im Weltlichen, sondern die bedingungslose Liebe zu verkörpern? Und wenn du diese bedingungslose Liebe verkörperst, und wir sind ja Schwingungswesen, muss die bedingungslose Liebe ja auch mit uns in Resonanz gehen. Versteht ihr? Vielleicht in einer anderen Verkörperung, ich weiß nicht, oder doch in diesem Menschen, ja. Wenn dieser Mensch dann auch auf derselben Schwingung ist. Aber es frei zu lassen, ja, es frei zu lassen. Versteht ihr, das sind zwei Paar Ziele, an denen man sich orientiert. Ja. Das eine hat eine Bedingung, die Bedingung, ich mache das alles und ich möchte die Union. Und das andere ist, ich mache das alles, um bedingungslose Liebe zu sein und zu verkörpern. Um dann in Resonanz damit zu gehen, egal in welcher Form und mit wem. So, ich gucke jetzt nochmal auf die weltliche Ebene mit meinen eigenen Lenormand-Karten. Was darf hier noch gesagt werden? Ah, Verzweiflung, ganz genau. Ja. Oh. Jetzt kommt wieder eine tiefe Botschaft durch. Also wir haben hier die Lupe, dann du, auch wenn du ein Mann bist. Wir haben geschlossene Augen, offene Augen, Mann und weiblich. Das heißt, es ist mehr so die Seelenebene, das andere ist die ganz weltliche Ebene. Ich habe auch noch eine Dame in ganz weltlicher Ebene. Und wir haben hier die Ruten. Und was mir hier als Botschaft durchkommt. Hier sind Zweifel, ja. Bei dir sind große Zweifel, eine große Verzweiflung spüre ich auch. Hier sind die Wolken, ja. Eine große Verzweiflung und
was ich jetzt hier als Botschaft bekomme, ist wirklich sehr tief, ja. Schau in dich hinein, schau ganz genau hin und setz dich mit dem auseinander, wofür du hierher gekommen bist. Wow. Ja, das ist die Botschaft, die ich hier höre. Ja. Setz dich mit dem auseinander, weil es hier auch spiegelt. Seht ihr? Es ist hier dieses kleine, ich habe hier so ein kleiner, wie so eine Art Murmel ist das, ja. Aber das ist natürlich viel mehr zu sehen, deswegen auch die Lupenfunktion. Und das ist dieselbe Farbe. Das war aber keine Absicht, als ich die Karten gestaltet habe, sondern mir kommt das jetzt einfach, ja, durch. Tu die Karten ganz intuitiv deuten. Schau hier genau nach innen. Setz dich mit dem auseinander, wozu du hierher gekommen bist. Was ist dein Auftrag? Jeder von uns hat einen Auftrag. Jede Seele hat hier einen Auftrag. Es muss nicht immer der brutalste Auftrag, der Mega-Auftrag sein, ja. Zum Beispiel Liebe zu leben, Liebe zu verkörpern, seine Themen zu heilen, in Heilung zu kommen, Selbstliebe zu leben, was auch immer, ja, was auch immer. Oder einen heilenden Beruf auszuführen, anderen Menschen ein Licht zu sein. Und dadurch, dass du ja Liebe bist, steckst du ja ganz viele andere Menschen an. Mit deiner Essenz, einfach nur mit deinem Sein, weil du erinnerst sie durch deine Essenz, ja. Und hier diese Verzweiflung, ja, die wird vergehen. Sieh die Wahrheit. Mir kommt hier auch wirklich rein. Sieh die Wahrheit. Erkenne die Wahrheit. Blicke tief und schau genau hin. Setz dich damit auseinander, was hier dein Auftrag ist. Wow. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so ein tiefes Ding wird. Ich bin selber ganz baff und eigentlich auch sprachlos, dankbar. Und ich hätte gerne jetzt hier aus meinen Himmel- und Erde-Karten, da habe ich rote und blaue. Blau ist eher so die Seelenebene, Universum-Ebene und andere ist jetzt Gegenüber-Ebene. Und da hätte ich jetzt gerne aus der blauen Ebene nochmal eine Karte. Also Seelenebene, Seelenbotschaft. Was ist das? Ups. Und zwar, ja. Okay. Also, atme und gib dir all das, was du jetzt gerade brauchst, schenk es dir und es wird keinen Mangel mehr geben. Und das ist das, ne, was ich jetzt vorhin auch schon mehrmals gesagt habe. Wenn wir in der bedingungslosen Liebe sind, sind wir ohne Erwartung. Wenn wir ohne Erwartung sind, sind wir auch ohne Mangel. Weil wenn wir nichts erwarten, also wenn wir an nichts anhaften, so möchte ich es sagen, weil es gibt natürlich gewisse Erwartungen, aber das führt jetzt einfach zu weit, das ist zu riesig, das Thema dann. Wenn wir an nichts anhaften, wie etwas zu sein hat, sondern es freilassen, wie es sein darf, wie es fließen möchte in seiner Natur, ja, kann es keinen Mangel geben. Und die Liebe, und das ist das, was ich anfangs sagte, fließt in dir, es ist deins. Es sind deine Gefühle, es ist deine Essenz, es ist in dir. Ja? Es zeigt sich nur im Außen, weil wir in der Dualität sind, brauchen wir einen Spiegel, um uns das vorzuhalten. Aber es ist in dir, in dir, in dir, in dir. Ja. Und genau, du bist so viel mehr, als du glaubst zu sein. Ja? Das spiegelt dir das auch nochmal, was ist dein Auftrag. Und geh den Weg der Heilung konsequent in deinem Tempo und nur für dich, ja. Und es ist also die Bestätigung von der ganzen Legung, auch was ich sage. Es geht wirklich um dich. Es geht nur um dich, ja. Und sagen wir mal so, wenn du den Weg gegangen bist und das verkörperst, ja, was du verkörpern kannst, ist es natürlich ein Endziel, ja. Wir können nicht sagen, wir sind hier die bedingungslose, pure Liebe, weil wir sind in der Dualität und wir können uns ja auch nur erfahren durch den Kontrast. Also werden wir immer wieder mal in Verzweiflung kommen. Wir werden immer mal wieder in Traurigkeit kommen. Wir werden auch mal Negatives erleben. Bla, 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 bla. Es gehört dazu, wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die in der Dualität leben. Wir haben einen Körper. Wir haben schon durch den Körper eine Begrenzung der Seele. Ja, eine Grenzerfahrung. Also wir brauchen diese Grenzen wie unser Körper. Ja, brauchen wir auch eine Grenze für die Gefühle und die Abgrenzung zu einem anderen Gefühl. Ja, versteht ihr? Und ja, was ich, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ja, genau. Und
somit ist es natürlich ein Endziel, bedingungslose Liebe zu sein oder zu verkörpern, aber es geht in die Richtung, einfach dahin zu streben, ja, und immer mehr diese Dinge abzulegen, die wir eigentlich nicht sind. All diese Muster, Begrenzungen, ja, hier Mindset und Glaubenssätze und Traumata, die uns blockieren und hindern und Urwunden und all diese Dinge, die wir auferlegt haben, bekommen, ja, auch diese ganz, ganz engen Strukturen des Verstandes aufzudehnen, ja. Und darum geht's. So, ihr Lieben, das war jetzt eine wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Legung. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass es die Menschen erreicht, und das werde ich auch hier als Intention rausschicken, dass es wirklich dich erreicht, dich, der das hören darf, der es hören soll. Möge es ein dienlicher, hilfreicher Impuls sein, möge es dir irgendeinen Nutzen bringen, ja. Möge es dir vielleicht auch ein Licht sein, jetzt in so einer heftigen Phase, ja, wo man oft gar nicht mehr weiß, ey, ich habe mich so verfangen, ja, ich habe mich so verfangen, und es tut weh, und ich kann nicht über diese Blockade, oder ja. Ganz so viel Liebe wünsch ich euch, wie ihr nur empfangen könnt. Lasst gern was da, lasst gern ein bisschen Liebe da. Like, Abo, Kommentar, Glöckchen, was auch immer. Und dann sehen wir uns, wenn wir uns wiedersehen. Bye, bye.